Vor allen Dingen noch wichtigere Frage, warum kann sie sich jetzt hier von unten nicht einfach wieder einhaken? Ist sie zu fett? Oder warum geht das nicht? Ich muss da jetzt hier locker schon zum dritten Mal lang. Und zweimal nur, weil das Spiel zu doof ist, sich einzuhaken. Beziehungsweise Lara einzuhaken. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Alter, ich krieg gleich einen Anfall mit dem Controller. Lara macht hier ständig Dinge, die ich nicht ansteuere. Ich glaube langsam echt, ich mache das Spiel kaputt oder so. Jetzt hat's funktioniert. Warum eben nicht? I don't fucking know. Das Pferd ist schick. Ah, die Kugel war's. Das alles, weil Silberartefakt. Es ist halt echt alles nur wegen einem fucking Silberartefakt. Das ist schon ein bisschen aufwendig. Einfach mal aus Spaß die Kugel darunter ziehen. Ich will jetzt mal die Physik hier ein bisschen ausreizen. Warum? Ach, leck mich doch. Das sah mega unspektakulär aus. Warum ist das hier ein fucking Silberartefakt? Aber das hier ist Bronze, okay. An der Stelle verstehe ich das Spiel mal wieder nicht. Okay, uns fehlen noch ein paar Bronzeschätze, um es genau zu sagen, 6 Stück. Da ist einer. Da hinten ist einer, okay. Den müsste ich da eigentlich von hier holen können, nicht? Ne, scheinbar nicht. Okay. Ah, ich habe den Kollegen hier noch vergessen. Nee, muss ich gar nicht machen. Der schwingt von selbst rüber. Glaube ich jedenfalls. Okay, scheinbar doch nicht. Das sind so Momente, wo ich das Spiel hasse. Ah, so ging das. Okay, von hier komme ich jetzt also nicht mehr rüber, oder was? Gut, dann muss ich neu klettern. Bringt mir das bis jetzt eigentlich überhaupt was? Ich glaube, ich mache erstmal die andere Seite. Ich glaube, da komme ich schneeleer zu Ergebnissen. Schneeleer.
weil ich kann immer noch kein Deutsch und fick dich. So, noch mehr. Und Schwung. Ah gut, jetzt habe ich den Bug mal nicht ausnahmsweise und so. Alter, ich mache das Spiel heute noch kaputt, ohne Witz. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ah, jetzt macht's Klack. Oder ne? Teilweise. Danke, dass du dich festhältst, Lara. Ich liebe dich. Die Frau macht mich aggressiv schon wieder. Irgendwann muss ich wegen Lara noch zur Therapie oder so. Ich kriege ja echt gleich einen Anfall. Und dann rollen Köpfe. So. Dann darüber und dahin. So. Jetzt den hier. Fallen lassen. Da rein. Und jetzt sollte Lara sich vielleicht mal... Danke. Hätte sie sich jetzt wirklich auch nicht festgehalten, hätte ich wahrscheinlich echt einen Anfall gekriegt. An der Stelle würde ich mich mal dafür interessieren, ob sie so weit springen kann. Ich mache jetzt die andere Seite zu Ende. Ich habe eh gerade das Gefühl, ich komme von der Seite besser ran. Ich verstehe Crofty nicht. Nicht dein fetter Ernst. Aha. Ich habe eine Idee. Ich höre noch probiert, absoluter Bullshit ist aber okay. Bevor wir hier wieder rangehen und ich wieder einen Anfall kriege, mach mal erstmal das hier. Springt sie ihr gut. Ich wäre jetzt wahrscheinlich innerlich gestorben, hätte sie das nicht gemacht. Yay!
Den können wir auch gleich mal ranholen damit. Dachte ich jedenfalls. Sie hat sich festgehalten. Nice, es hat funktioniert. So. Jetzt gehen wir wieder an die Seite. Warum hat sie sich jetzt nicht weiter geschwungen? Machen wir gleich hier weiter. Da oben scheint ja nichts mehr zu holen zu sein. Bevor wir das machen, muss ich erstmal, glaube ich, ein kleines Stück rüber. Es ist übrigens nice, dass das so gemacht ist, dass die Stange sich dann auch mit ihrem Gewicht ein bisschen mitbiegt. Das ist ein cooles Gimmick. Hey, da drüben muss ich ja gar nicht... Das haben die doch extra so gemacht, die Säcke. Mann! Wie machen das jetzt? Ich würde ja so ganz spartanisch an die Kante springen erstmal. In der Hoffnung, dass Lara sich dran festhält. Gut. Warum? Warum? Ohne Witz. Warum? Musste das sein, Crofty? War das denn echt nötig?